Frau Präses, verehrte Synodale, das 20. Jahrhundert galt als das Jahrhundert der Christenverfolgungen. In keinem Jahrhundert wurden so viele Christen verfolgt wie im vergangenen Jahrhundert und das 21. Jahrhundert scheint nicht besser zu sein. Nun, es wird hier eine biblische Wahrheit bezeugt. Jesus verheißt seinen Jüngern Zeiten der Verfolgung. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Für uns in Deutschland ist es fremd, in vielen Teilen der Welt bittere Realität. Sie, Herr Ratsvorsitzender, haben an diesen Beispielen auf diese Wirklichkeit hingewiesen. In der Württembergischen Landessynode ist es üblich, dass einmal im Jahr ein Bericht über die verfolgte Christenheit erfolgt. Wir haben in Württemberg den 26. Dezember als Tag der verfolgten Christen bei uns eingeführt. Und ich meine, der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland würde es gut tun, auch einen jährlichen Bericht zu bekommen. Deshalb möchte ich folgenden Antrag stellen. Die Synode der EKD möge beschließen, das Kirchenamt der EKD wird gebeten, der Synode jährlich einen Bericht zu geben zu den Themen Verletzung der Religionsfreiheit und Situation verfolgter Christen. Warum? Wenn das, was Paulus schreibt, stimmt, dass Gemeinde der Leib Christi ist, dann können wir über das nicht hinweggehen, sondern dann ist es wichtig, dass wir informiert werden über das, wie es anderen Christen geht, und dass unsere Gemeinden ebenfalls informiert werden. Nicht um Hassgedanken zu züchten, sondern wegen der Fürbitte. Und dass wir politisch für sie eintreten können. Vielen Dank, Herr Ratsvorsitzender, für diesen Hinweis. Vielleicht hat es eine nachhaltige Konsequenz durch einen Bericht, so wie ich hoffe, dass Ihr Wort zum 31. Oktober, dass das ein Feiertag wieder wird, vielleicht auch Erfolg hat. Danke.